So ihr Lieben, heute gibt es bei mir einen Glasnudelsalat. Ich muss zugeben, habe ich noch nie gemacht, aber ich denke mal von meiner Vorstellung, was ich hier so habe, wird es funktionieren und lecker sein. Mögt ihr anderes Gemüse, könnt ihr hinzufügen, mögt ihr was nicht, lässt es weg. Wir brauchen natürlich Glasnudeln. Ich habe schon im Hintergrund meinen Wasserkocher an. Die tun wir gleich einfach nur in eine Schüssel und mit heißem Wasser übergießen und lassen das quasi quellen. Ja, also Glasnudeln sind ganz schnell gar. Ich nehme hier eine rote Paprika, Möhren, Zwiebel und ein Chili. Das Ganze tue ich ein bisschen mit Sesamöl anbraten. Ich mag das, wenn es so ein bisschen, also das Gemüse soll noch knackig sein, aber so ein bisschen leicht angebraten sein. Noch nicht, also nicht so ganz frisch. Außer die Lauchzwiebeln, die lasse ich dann frisch. Koriander ist optional, wer das nicht mag. Sojasauce, da ist die Marke völlig egal. Sesamöl, damit würde ich das auch anbraten, hat nochmal einen tollen Geschmack. Nur Salz und als Topping gebe ich ein paar Cashewnüsse noch drauf. Ja, ich starte jetzt einfach, indem ich das Ganze erstmal schön klein schneide und das gebe ich jetzt in meine Schüssel und übergieße mit Wasser. So, so sieht es aus. Ich habe sie ja hier drinnen gehabt, also in meinen Topf gegeben, in meine Schüssel und einfach mit frisch abgekochtem heißem Wasser übergießen. Die lasse ich jetzt so lange stehen, bis ich hier mein Gemüse klein schneide, angebraten habe und dann ist es auch schon fertig. Und dann tue ich das Wasser absieben und tue dann ein bisschen Sesamöl oben drauf, dass die nicht zusammenkleben. So, ich habe jetzt meine Pfanne genommen, einen Esslöffel von meinem Sesamöl drauf gemacht. Ist sehr lecker, empfehle ich euch wirklich Sesamöl. Hat echt einen tollen Geschmack. Mein Gemüse habe ich jetzt so geschnitten, ganz grob, und das wird wirklich nur so 1-2 Minuten scharf angebraten. Solange das kurz anbratet, schneide ich dann meine Lauchzwiebeln und meinen Koriander. Die kommen dann auch ganz zum Schluss rein, damit es alles noch so ein bisschen knackig bleibt. Also es soll wirklich nur leicht angeröstet sein. Das Gemüse soll noch knackig sein. Dann würze ich das Ganze mit meinen Zutaten und dann zeige ich euch, wie es so. Ich habe alles angebraten, 2 Minuten, habe dann mit meiner Sojasauce so gute 2 Esslöffel reingegeben und habe jetzt auch gerade mein Herd ausgemacht. Das langt mir. Ich mache das jetzt zur Seite und jetzt kommen meine Lauchzwiebeln und der Koriander oben drauf und dann vermische ich das Ganze, lasse es abkühlen und vermische dann mit dem. So, meine Gemüse ist hier drüben, das kühlt so ein bisschen ab. Es muss jetzt nicht kalt werden, aber abkühlen. Ich habe das Wasser gerade weggegeben, habe jetzt eine große Schüssel und habe auch etwas Sesamöl jetzt dazu gegeben, dass die jetzt nicht kleben. Was ich aber jetzt mache, ich schneide die Glasnudel jetzt etwas durch. Entweder könnt ihr mit so einer Schere reingehen oder ich mache das jetzt einfach mit einem Messer. Einfach ein bisschen durchschneiden, dass wir natürlich dann, ihr seht ja, Glasnudeln, die sind ja so riesenlang, dass man es besser essen kann. Ich lasse das Ganze so ein bisschen abdampfen, dass es nicht mehr dampft und dann mische ich alles zusammen, schmecke das Ganze noch ab und als Topping kommen noch meine Nüsse. So, ich habe das jetzt doch mit meiner sauberen Küchenschere, seht ihr, einfach so rein. Dann könnt ihr das super gut klein schneiden. Ich wollte es jetzt nicht mit dem Messer machen. Ich will jetzt nicht meinen Topf beschädigen. Ja, einfach schön klein machen und jetzt wird alles zusammengemischt und abgeschmeckt. So. Jetzt habe ich mein Gemüse dazu gegeben. Wie gesagt, jetzt wird alles gut umgerührt und jetzt werde ich dann gleich abschmecken, ob ich jetzt noch Salz brauche oder Sojasauce. Ich glaube, ich würde dann eher lieber Sojasauce nehmen, weil die ist ja auch schon salzig. Und einfach abschmecken. Nüsse ist optional. Ich finde, das ging jetzt echt richtig schnell. Das kann man so jetzt leicht warm essen. Ihr könnt es aber auch kalt essen. Also ich habe jetzt auch extra mehr gemacht, weil ich will ihn jetzt ein bisschen essen und dann heute Mittag oder morgen dann schön kalt als Salat essen. Einfach nur Hammer. Ja, und der ist sogar vegan. Wer mag, kann auch Fleisch machen. Aber ich wollte jetzt meinen ersten Testlauf ohne Fleisch machen. Aber ich werde euch bestimmt noch ein paar Varianten zeigen. Ich werde mich da jetzt auch ein bisschen rumexperimentieren. Leute, ich habe gerade abgeschmeckt. Der ist perfekt geworden. Genau nach meinen Vorstellungen. Die Geschmäcker. Ich musste noch ein bisschen nachsalzen, aber habe es dann mit meiner Sojasauce nachgewürzt. Es ist perfekt. Und ich finde die Farbe jetzt auch perfekt durch die Sojasauce. Nicht so weiß. Hammer, 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 Hammer. Also ich bin so begeistert. Es ist jetzt noch so ganz leicht warm. Das schmeckt so lecker. Aber ich kann mir vorstellen, später, wenn es so ein bisschen abgekühlt ist, perfekt. Also für das, was ich ein erstes Mal gemacht habe, perfekt. Wird jetzt öfters bei mir geben.
Und ich habe jetzt ein bisschen hier Sesamöl gemacht in meine Pfanne und brate ein bisschen Cashewnüsse ein. Aber das mache ich jetzt ganz ehrlich nur als Deko oben drauf für das Bild. Und dann hat man so ein bisschen Crunch. Aber perfekt. Perfekt, perfekt wird es auf jeden Fall jetzt öfters geben. Öfters bei mir geben. Er ist gesund, einfach gemacht und ich glaube morgen auch durchgezogen noch besser. So, und so sieht das angerichtet aus. Leute, es ist wirklich lecker. Also habe ich schon, glaube ich, erwähnt. Fliege. Werde ich auf jeden Fall öfters machen. Ich habe ihn vorher, als er noch ein bisschen warm war, ganz viel genascht. Und jetzt ist er schon abgekühlt. Sehr lecker. Und ich glaube, wie gesagt, morgen durchgezogen noch besser. Macht ihn nach. Ich werde euch noch ein paar Varianten zeigen. Falls ich mich ein bisschen wiederholt habe, sorry. Ich versuche natürlich hier für YouTube aufzunehmen und natürlich für Instagram als Reel. Also wer mir auf Instagram noch nicht folgt, kann es gerne machen. Da heiße ich auch Simona Brill. Da gibt es kurze, knappe Reels. Und ja, habe ich was vergessen, steht es unten in der Infobox und Zutatenliste findet ihr immer am Anfang im Video. Einfach einen Screenshot machen oder kurz auf Pause drücken, es euch aufschreiben, einkaufen, nachmachen und genießen. Bis dann, ihr Lieben, und guten Appetit. Ach, und was ich euch noch zeigen wollte, seht ihr, der ist jetzt schon längst abgekühlt und der klebt nicht mehr, also Hammer, Hammer, Hammer. Wirklich, macht es mal nach. Ihr könnt auch dickere Glasnudeln nehmen. Es gibt auch so dickere Glasnudeln. Die zeige ich euch gerade mal. Sorry. So, seht ihr die hier? Also die passen auch super, aber die wollte ich jetzt nicht benutzen, weil die hätten mir jetzt nicht gereicht. Also ihr könnt Glasnudeln oder es auch mit normalen Nudeln nehmen. Da müsst ihr natürlich gucken mit der Garzeit, Kochzeit, wie ihr das macht. Guckt nach der Packungsbeilage. Also, viel Spaß beim Nachmachen!